Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers hier zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 10 und zwar für die Handelstage vom 5.3. bis 9.3.2018. Mein Name ist Markus Klebe und ich möchte hier wieder auf die Märkte wie DAX, Dow, S&P, Euro, US-Dollar, britischen Pfund, Gold, auf die Ölsorten Brent und WTI eingehen und zum Schluss dann auch nochmal auf den Bund, den hatten wir sonst immer noch nicht hier im Fokus, sondern ich möchte ihn heute dann auch nochmal hier mit dazu nehmen. Wir schauen natürlich auch auf wichtige Wirtschaft. Zahlen, die in der kommenden Woche rauskommen natürlich, aber vorab wie gewohnt der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, schaut, dass ihr hier dementsprechend Stop setzt, dass ihr eure Positionsgröße an euer Konto anpasst. Das sind hier die wichtigsten Punkte, dass das, was ich hier sage, im Prinzip meine Herangehensweise ist, meine Denkweise, meine Vorbereitung auf die Handelswoche und das nicht bedeuten muss, dass das natürlich auch eintritt, so wie ich das sage. Somit könnt ihr das gerne als Informationsquelle nehmen, aber bitte macht euch nochmal eure eigenen Gedanken, macht eure eigene Analyse und passt dann eventuelle Zonen, die ich vielleicht nenne, dann auch in euer Trading mit ein oder fügt das mit ein, aber bitte schaut hier drauf, dass das keine Handelsempfehlung ist, was ich hier sage. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne auf der Website von jfdbrokers.com nachschauen. Da gibt es dann viele, viele Fragen, die ihr eventuell noch habt, beantwortet. Nicht nur zum Broker, sondern auch noch zu vielen, vielen anderen Dingen. Bevor wir mit den eigentlichen Analysen auf die Märkte dann eben starten, hier mal der Blick nochmal auf die Wirtschaftszahlen. Wir haben hier Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ein paar Sachen, die da wichtigst rauskommen. Montag kommt hier noch nichts so Entscheidendes für die Märkte. Wichtig ist hier zu beachten, dass eben entsprechend zu den Uhrzeiten, die hier links dann eben stehen, Bewegung an den Märkten zu erwarten ist. Das muss nicht sein, aber es kann sein und somit schaue ich natürlich auf die entsprechenden Uhrzeiten und bin zu diesen entsprechenden Uhrzeiten dann auch etwas vorsichtiger. Versuche im Daytrading dann nicht zwingend kurz vorher irgendwie Trades einzugehen oder wenn ich offene Positionen habe, dass ich dann entsprechend vielleicht meinen Stop anpasse oder manchmal sogar rausgehe aus bestimmten Positionen, bevor hier wichtige Zahlen rauskommen. Und hier ist zu beachten, dass am Dienstag, dem 6. März, hier Royal Bank of Australia, dass hier eben eine Zinsentscheidung in Australien ansteht, was hier für den australischen Dollar dann natürlich primär wichtig ist, aber auch noch für andere Märkte, die eben hier auf Australien im Prinzip angesetzt sind. Am Mittwoch dann Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone, was dann natürlich auch eventuell für den DAX und so weiter interessant ist. In Kanada die Zinsentscheidung, was auf den kanadischen Dollar dann eben Bewegungen bringen kann. Am Donnerstag Eurozone EZB Zinsentscheidung. Das ist eigentlich hier erstmal am Mittwoch für uns Europäer, für uns DAX-Trader, für uns Euro-US-Dollar-Trader eigentlich eine relativ wichtige Entscheidung. Werden die Zinsen wie erwartet angehoben oder bleibt es erstmal noch bei dem eigentlichen Zinssatz und vielleicht kommt später die Anhebung. Also hier 13.45 Uhr ganz, ganz wichtig und natürlich dann auch um 14.30 Uhr das EZB Statement dazu, wo dann nochmal so ein kleiner Ausblick gegebenenfalls gegeben wird. Aber also 13.45 und 14.30 Uhr am Donnerstag erstmal wichtig. Dann am Freitag in der Nacht Zinsentscheidung in Japan. Also hier eben auch wichtig. Das ist zwar in der Nacht, aber wenn man hier gegebenenfalls Positionen hat, eben schauen, dass man da gegebenenfalls den Stop anpasst und so weiter. Also so würde ich zumindest dann hier rangehen. Und dann kommen am Freitag die Non-Farm Payrolls raus, Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die waren beim letzten Mal im Markt entscheidend. Also der Markt hat schon relativ stark darauf reagiert. Das ist auch diesmal zu erwarten. Also Freitag um 14.30 Uhr und das betrifft eigentlich fast alle Märkte, die hier, da kann man eben auch das Gold mit reinziehen, da kann man eben definitiv DAX, Dow, S&P mit reinziehen, Euro, US-Dollar mit reinziehen, also hier dann schon eben Zahlen, die den Markt relativ stark bewegen können. Freitag 14.30 Uhr Non-Farm Payrolls, die kommen eben einmal im Monat raus, normalerweise am ersten Freitag im Monat, aber diesmal der zweite Freitag im Monat. Das sind so die wichtigsten Zahlen in der kommenden Woche, wo ich definitiv drauf schaue, wo wir dann auch in den täglichen Analysen bzw. im täglichen DAX Long oder Short am Morgen und in der US Opening Bell am Nachmittag dann auch immer wieder drauf schauen, dann mal schauen, ob es was auszuwerten gibt, ob eben Bewegungen an den Märkten gekommen sind oder nicht und dann eben schauen, wie man natürlich daraus dann gegebenenfalls noch das ein oder andere Setup aus diesen Bewegungen dann produzieren kann. Okay, dann fangen wir natürlich vorab als allererstes wieder mit dem DAX an. Moment, ich ziehe erstmal hier die Zahlen wieder rüber, dass die raus sind. Schauen wir uns auf den DAX. Also der DAX in der vergangenen Woche, ich habe ja hier wieder meine rote Linie reingepackt, was eben
eben der Start der vergangenen Handelswoche ist, um hier eben immer zu schauen, was ist in der vergangenen Handelswoche denn wirklich passiert. Und wir hatten am Anfang, am Montag, hier erstmal noch relativ verhalten. Wir sind sogar eben davon ausgegangen, dass es durchaus denkbar ist, dass der Markt hier nochmal neue nicht neue Allzeithochs, sondern neue Bewegungshochs ausbauen kann. Das hat er auch kurzzeitig dann gemacht, aber hat das definitiv nicht halten können. Immer wieder eben schon die leichten Rücksetzer hier, und dann sind wir zum Ende der Woche, zur zweiten Hälfte der Woche, ja doch bekannterweise relativ stark nach unten gekommen, zusammen dann auch mit den US-Märkten, mit den asiatischen Märkten. Da schauen wir ja gleich dann drauf, aber hier dann doch das angedachte Momentum, spätestens mit dem Bruch dann der 350er-Marke, beziehungsweise hatten wir dann im Laufe der Woche dann auch schon ein paar andere Marken hier im Visier, die dann schon angekündigt haben, dass der Markt eventuell nach unten brechen könnte, was dann auch im Endeffekt wunderbar funktioniert hat in den täglichen Analysen, und man konnte hier wirklich relativ gut, in Anführungsstrichen relativ einfach, dann auch auf der Abwärtsseite Geld verdienen, und wir sind dann sogar etwas weiter, als ich es gedacht habe. Ich hatte eigentlich so erstmal den 12.200er Bereich im Fokus, dann sind wir relativ zügig und stark dorthin gekommen, für den Freitag dann auch nochmal weitere Tiefs hier auf dem Schirm und sind dann im Endeffekt im Bereich 11.900 bis knapp darunter zum Stehen gekommen, und unser Schlusskurs war dann hier im 12.000er Bereich. Und das ist jetzt auch für die kommende Woche erstmal einer der entscheidenden Bereiche. Zum einen natürlich hier dieser 12.000er Bereich, erstmal prinzipiell alles, was weiterhin darunter ist, definitiv weiterhin auf der Abwärtsseite zu sehen. Auch eben neue Bewegungstiefs hier durchaus denkbar, also dass wir hier in den Bereich 11.700, 11.650 runterbrechen können erneut, das ist durchaus denkbar. Da kommen aus der Vergangenheit dann, kommt dann der ein oder andere wichtige Unterstützungsbereich. Also hier, auch wenn wir weiter erstmal nach oben gehen, da gucken wir gleich mal, was hier eben möglich ist, dann erstmal auf der Aufwärtsseite, um dann vielleicht etwas höher die Abwärtsseite anzupeilen, ist eben, wie gesagt, definitiv weitere Bewegungstiefs denkbar. Und hier eben primär für die Woche auch, ja, ich würde erstmal den 11.700er Bereich so ganz grob annehmen. Und ich denke, dass hier Montag und Dienstag vielleicht erstmal noch gar nicht so viel passiert. Schauen wir erstmal, was hier noch denkbar ist. Aber dann wollen wir mal anfangen einzuzeichnen. Es ist jetzt von meiner Seite, von meiner Denkweise durchaus denkbar, und das wäre eigentlich für mich eigentlich zum Handeln auch sehr schön, würde ich fast sagen, wenn der Markt erstmal noch es schafft, etwas hochzusteigen. Hier wäre es auf jeden Fall als erstes, Moment, da ziehe ich nochmal den Strich weg und nehme hier den Pfeil. Definitiv schön wäre es, wenn wir in den Bereich 12.150 steigen würden, beziehungsweise sogar noch in den 12.200er Bereich. Also das wären so die zwei Widerstände, die ich erstmal auf dem großen Bild ganz interessant finden würde, wenn wir hier vielleicht am Montag und Dienstag noch so ein bisschen stärker erstmal kommen, von der relativ starken Abwärtsbewegung und so ein bisschen erholen, um dann erneut an den entsprechenden Widerständen dann die Abwärtsseite zu versuchen. Mit dem Ziel, dass eben übergeordnet auf jeden Fall das realistische Ziel, die Wochentiefs hier realistisch erreicht werden können. Das gleiche gilt dann eben für den 12.200er Bereich. Natürlich dann immer mit dem Blick auf den jeweiligen Tag, wo sind die Vortagesschlusskurse, wo ist der Tageseröffnungskurs. Hier dann immer natürlich so ein bisschen schauen, weil auch diese Bereiche sind natürlich dann oft unterstützend oder eben auch gelten als Widerstand. Dann kommt hier natürlich immer noch der 12.000er Bereich auch in die Quere, wenn wir natürlich hier auf der Long-Seite irgendwo den Markt erstmal ein, zwei Tage sehen. Aber generell, prinzipiell für die Woche ist es durchaus denkbar, dass wir hier auf jeden Fall nochmal an diese Wochentiefs der Vorwoche ranlaufen und dann, wenn wir wirklich weiterhin schwach sind, hier natürlich eben weitere Bewegungstiefs ausbauen können. Aber für mich, wie gesagt, das ist eigentlich so das übergeordnete Bild und auch das Szenario, was ich erstmal nicht so schlecht finden würde, wenn wir hier eben ein bisschen Stärke finden an den entsprechenden Punkten, dann hier die Abwärtsseite versuchen mit dem Ziel, was ich eben gerade gesagt habe. Sollten wir allerdings, und da werde ich dann erstmal ein bisschen vorsichtig, da kann man jetzt eben wirklich schlecht Vorhersagen treffen. Wenn jetzt der Markt wieder erwartend über den 12.200er Bereich steigen sollte und sich dann hier auch über dem Bereich etabliert, dann haben wir als nächstes, und das wissen wir haben diesen 350er Bereich, der jetzt hier in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen eben schon eben ganz, ganz lange unterstützend gewirkt hat. Und wir erinnern uns, dass wir ja hier diese Seitwärtszone hatten, die wir auch in der vergangenen Woche dann immer wieder angesprochen haben. Zwischen 350 und 500 hatten wir ja diese Seitwärtszone, die wir jetzt eben nach unten relativ stark durchstoßen haben. Sollten wir jedoch wieder in diesen Bereich zurücklaufen, dann ist es eben mit großer Vorsicht zu genießen, was der Markt eben zwischen
zwischen dem 350er und den 500er Bereich, beziehungsweise auch 450, 500er Bereich hier macht. Das ist denkbar, dass wir auch hier dann erneut in einen Seitwärtsbereich rutschen. Da sind wir natürlich aktuell noch weit entfernt, aber hier im übergeordneten Bild, in der übergeordneten Analyse, muss man natürlich auch auf diese Bereiche schauen. Was da bedeutet, über 12.200 werde ich generell erstmal vorsichtiger. Unter 12.350 werde ich vielleicht dann auch nochmal den einen oder anderen Shortversuch starten, aber dann teilweise gegebenenfalls mit kleinerer Positionsgröße. Definitiv nicht mehr so aggressiv, sondern dass ich wirklich abwarte, dass ich vernünftig Szenarien ergeben und nicht wild jedes Szenario, was sich nur irgendwie anbietet, hier auf der Short-Seite weiter versuchen. Alles unter 12.200 bin ich persönlich höchstwahrscheinlich ein bisschen aggressiver, dass ich dann auch die entsprechenden Punkte vielleicht das eine oder andere Mal etwas öfter und aggressiver eben auf der Short-Seite nehme. Sollten wir über 12.200 rutschen, dann alles schon mal ein bisschen vorsichtiger, und alles über 12.350 muss man dann täglich analysieren. Da kann ich jetzt eben noch gar nichts zu sagen, was man dann in diesem Bereich machen kann und machen sollte, weil hier eben diese Seitwärtszone, die sich dann durchaus wieder ergeben kann, mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen ist. Und erst über 12.500, und ich denke, dass wir in der kommenden Woche da eben nicht so schnell hinlaufen werden. Alles über 12.500 wäre dann wieder etwas klarer auf der Long-Seite, mit dem Fokus, dass wir natürlich dann endlich mal hier diesen 12.670er Bereich überschreiten. Das sind hier diese Hochs von Anfang Februar, aber ich denke, dadurch, dass wir wirklich in der vergangenen Woche so schwach waren und jetzt irgendwie das Bild aus Amerika, was so rüberschwappt, auch nicht zwingend jetzt dafür spricht, dass wir enorme Stärke jetzt wieder sehen. Das heißt nicht, dass wir nicht erstmal hier so ein paar Tage long laufen können, aber wirklich diesen Weg jetzt hier im DAX aus dem 12.000er Bereich 500, 600 Punkte erstmal wieder steigen, um dann auch noch das Potenzial hier über 12.500 zu haben, nochmal ein paar 100 Punkte auf der Long-Seite zu moven, das sehe ich für die kommende Woche nicht, sondern erstmal primär hier die Abwärtsseite, dann eben Vorsicht oberhalb von 12.200 bis 500, da müsste man dann schauen, um dann hier oben eben etwas sauberer charttechnisch wieder die Long-Seite anzunehmen. Also das hier zur groben Analyse für den DAX, das werden wir dann, oder diese Analyse werden wir uns dann jeden Tag, jeden Morgen dann eben zu Rate ziehen, beziehungsweise habe ich das dann im Hinterkopf für meine täglichen Analysen, beziehungsweise für mein tägliches Handeln hier im DAX. Gehen wir weiter und schauen wir uns mal den Dow Jones an. Der ist natürlich auch relativ zügig. Wir haben hier den Start der Woche am Anfang erstmal noch mal ein bisschen auf der Long-Seite, aber dann sind wir sehr, sehr sauber, sehr, sehr zügig auf der Abwärtsseite unterwegs gewesen. Und ich konnte hier oben einen Swing Trade relativ günstig eröffnen, den ich wirklich bis Freitag Nachmittag, war es ja im Prinzip deutscher Zeit, dann auch reiten konnte, den dann auch relativ gut hier unten schließen konnte, also hier die Abwärtsseite mit einem Swing-Trade relativ gut mitnehmen konnte und zusätzlich dann auch noch im Daytrading mit der ein oder anderen kurzfristigen Idee war, zwischenzeitlich dann auch immer mal an den Tagen auch aggressiv mal auf der Long-Seite unterwegs, weil wir eben sehr, sehr starke Schwankungen hatten. Hier waren teilweise im kurzfristigen Handel beide Seiten denkbar, aber prinzipiell sind wir hier natürlich eben abwärts gerichtet. Und hier wird es jetzt interessant, was der Markt, und da fange ich hier auch mal in dem Markt wieder an zu zeichnen, was der Markt jetzt hier mit dieser Schiebezone macht. Diese Schiebezone hat das Mittel ungefähr 24.800. Da haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr oft wenigstens gebremst. Dann sind wir mal kurz wieder drüber, wieder in diesem Bereich. Hatten hier eben so ein bisschen Schiebezone. Hier haben wir Unterstützung gefunden. Und das ist jetzt auch für die kommende Woche eben wirklich interessant. Also alles, was unter diesem Bereich ist, also wenn der Markt jetzt eben wirklich hier nochmal ein bisschen stärker hat, was auch im Dow Jones interessant wäre, wenn wir hier nochmal so ein Stück hochkommen, um dann eben generell auch im Dow Jones weiterhin erstmal unter 24.800 eben generell uns die Abwärtsseite anzuschauen. Auch hier aggressiver Natur. Es kann auch sein, dass wir relativ zügig weiter nach unten laufen und hier das Potenzial haben, erstmal in den 24.100er Bereich zu laufen, beziehungsweise hier natürlich auch weiter nach unten brechen können, sollten wir diese Schwäche, die wir hier in der vergangenen Woche hatten, eben weiter fortsetzen können. Ideal wäre auch hier so ein bisschen leichte Erholung, und sollten wir hier im Dow Jones den 24.800er Bereich überschreiten können, dann bin ich hier im Dow Jones, und ähnlich sieht das Bild im S&P auch aus, was wir uns gleich anschauen. Hier wäre ich gegebenenfalls dann sogar gewillt,
zu gucken, allerdings ein bisschen vorsichtiger, aber relativ zügig dann, so wenn wir hier nachhaltig vielleicht mit einem Tagesschlusskurs oder eben wirklich mit Momentum hier durch diesen Bereich durchgehen, dass ich hier doch relativ zügig mir auch wieder die Aufwärtszeit anschaue. Ja, das wäre hier im Unterschied zum DAX dann durchaus denkbar, weil eben der Dow Jones auch von den Schwankungen her etwas volatiler ist und man dann eben aus diesen volatilen Schwankungen eben auch trotzdem, selbst wenn es hier irgendwo vielleicht antizyklisch ist, noch wenn der Markt doch wieder nach unten wegbrechen sollte, hat man trotzdem hier recht gute Chancen, auch auf der Aufwärtsseite Geld zu verdienen. Somit ist das im Unterschied zum DAX hier ein bisschen anders. Also unter 24.800 auf jeden Fall erstmal nach wie vor die Abwärtsseite. Da werde ich schauen, dass man eben Setups findet, eben je nachdem, wo der Markt dann immer eröffnet, dass wir vielleicht über dem Schlusskurs des Vortages irgendwo eröffnen, dann erstmal mit Ziel, dass der Markt vielleicht wieder Richtung Schlusskurs des Vortages geht oder wenn dann eben der Schlusskurs oder der Öffnungskurs nach unten durchbrochen wird, dass ich dann eben Short Trades eingehe und so weiter. Das kennt ihr natürlich dann auch schon aus diesen Livestreams, wo ich dann eben schaue, okay, erstmal primär weiterhin die Abwärtsseite, um hier zu gucken, dass man eben gegebenenfalls sogar eben neue Bewegungstiefs ausbaut. Und wenn wir über 24.800 steigen, dann muss ich mir das Bild eben auch nochmal anschauen. Wie kam der dahin? Ist das Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag passiert? Und eben dann hier zu schauen, ob man gegebenenfalls übergeordnet dann vielleicht wieder auf die Long-Seite wechselt und hier die Chance hat, eben generell natürlich den 25.000er Bereich wieder anzulaufen oder dann sogar eben der Dow Jones es schafft, über die 25.000 erneut zu steigen. Ja? Also das hier die Analyse, die grobe Analyse meinerseits zum Dow Jones. Jetzt gucken wir nochmal auf den S&P. Jeder, der sich jetzt hier dafür entscheidet, nur die Entschuldigung, nur die S&P-Analyse anzuschauen, der sollte sich auf jeden Fall, bin ich der Meinung, die Dow Jones-Analyse vorab eben auch nochmal anhören, weil im Endeffekt ist es ja so, dass doch der Dow Jones und der S&P prinzipiell von der Tendenz her gleich laufen. Ja? Und man sollte, und so mache ich es zumindest, wenn ich den S&P handle, dass ich auch gleichzeitig immer mal den Blick auf den Dow Jones richte und umgedreht, wenn ich den Dow Jones handle, dass ich dann natürlich auch immer mal den Blick auf den S&P richte. Weil beide Märkte natürlich relativ interessant sind. Beide Märkte sich manchmal so ein bisschen unterstützend verhalten. Ja, also wenn der eine Markt eben in ein interessantes Unterstützungslevel kommt oder an ein interessantes Widerstandslevel, es dann auch der andere Markt oft vielleicht nicht schafft, erstmal nennenswert weiter zu steigen. Also sollte man hier doch immer beide Märkte so ein bisschen betrachten. Und hier haben wir den Unterschied zum Dow Jones, dass wir schon in diesem grauen Bereich, wir switchen nochmal kurz auf den Dow Jones zurück, hier haben wir den, sind wir noch nach wie vor unter diesem grauen Bereich, ja. Deswegen bin ich hier im Dow Jones aktuell auch noch etwas aggressiver oder von der Analyse her etwas klarer, erstmal unter 24.800 auf der Abwärtsseite. Im S&P sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Wir sind hier schon in diesem unterstützenden Bereich drin. Somit bin ich hier für den S&P erstmal von der Abwärtsseite etwas vorsichtiger gestimmt. Hier sollte der Markt auf jeden Fall dann erstmal wieder unter den 2675er Bereich runterrutschen. Das zeichne ich mal orange ein. Also, dass wir hier vielleicht auch erstmal uns nochmal bisschen erholen, dann wird hier schon antizyklisch erstmal vorsichtig, allerdings im S&P sehr, sehr vorsichtig, die Aufwärtsseite interessant, ja, aber viel interessanter wäre es, wenn wir doch es schaffen, hier wieder unter diesen Bereich zu kommen, um dann auch im S&P die Abwärtsseite wieder etwas eindeutiger zu handeln und wir haben hier natürlich im S&P auch noch sehr, sehr stark Puffer in diese Bereiche, wo der Markt dann eben Anfang Februar runtergerutscht ist, dass wir hier in den Bereich 2570 bzw. 2575 durchaus realistisch rutschen könnten. Aber wie gesagt, dafür sollte der Markt erstmal das auch zeigen, dass er Schwäche haben will. Aktuell hatten wir auch am Freitag her, nachdem wir eben Mittwoch, Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nach unten sind, dann Freitag zwar nochmal kurzzeitig neue Bewegungstiefs, aber doch zum Nachmittag, das hatte ich dann auch angenommen, dass zum Freitag hier eventuell erstmal so ein bisschen stärker wieder reinkommt in den Markt. Das ist jetzt hier erstmal für die Abwärtsbewegung nicht großartig nennenswert, ja, aber hier ist es eben durchaus denkbar, dass wir diese Stärke noch ein bisschen stärker fortsetzen, ja, und von daher, gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart, ist es hier halt wichtig, dass der S&P wenigstens unter den 2675er Bereich wieder rutscht, dass die Abwärtsseite erstmal wieder so ein bisschen interessant wird. Und alles darüber muss man eben vorsichtig schauen, aber ist es schon antizyklisch denkbar, die Aufwärtsseite zu handeln, beziehungsweise hat man hier, das müssen wir uns dann täglich nochmal in den Analysen anschauen, hat man hier in diesem Schiebezonenbereich, das zeichne ich nochmal kurz ein, Moment,
Das ist dann hier so der Bereich, ja. Das ist so der 2718 bis 2720er Bereich. Der stellt natürlich auch nochmal Widerstand dar. Also ist es eben auch durchaus denkbar, hier prozyklisch dann, wenn der Markt erstmal ein bisschen Stärke zeigt, nochmal vielleicht in diesem Bereich dann eben die Abwärtsseite zu handeln. Wobei hier durch diesen Bereich durch kann der Markt sich etwas schwer haben. Somit sollte man aufpassen, wenn man im 2720er Bereich, 2718er Bereich im Prinzip die Shortseite einnimmt, vielleicht sogar im Swing Trading, man sollte nicht sofort davon ausgehen, dass man hier neue Bewegungstiefs ausbaut, sondern es ist durchaus denkbar, dass wir in diesem Schiebezonenbereich hier erstmal so ein bisschen hin und her pendeln, was zum einen natürlich dafür gut ist, hier vielleicht dann auch etwas später erstmal die Shortseite einzugehen. Also man hat hier höchstwahrscheinlich nicht nur die Chance hier oben, sondern es wird sich höchstwahrscheinlich hier noch diverse Male die Abwärtsseite interessant oder wird die Abwärtsseite interessant, um dann eben diesen Break, entweder direkt dann diesen Break nach einer eventuellen Schiebezone dann auf der Abwärtsseite zu handeln oder wie gesagt, wenn wir hier drunter rutschen, dann eben darunter darüber nachzudenken, dass der Markt dann Potenzial hat, hier die Abwärtsseite weiter auszubauen. Ja, also von daher alles unter 2675 etwas klarer auf der Abwärtsseite. Alles, was da drüber ist, etwas vorsichtiger. Vorsichtig auch vielleicht die Long-Seite erstmal bis 2718/2720, um da dann eben übergeordnet vielleicht auch nochmal an die Abwärtsseite zu denken. Sollten wir über 2720 rutschen, dann wird es auch hier klarer für die Aufwärtsseite und man kann gegebenenfalls die Abwärtsseite erstmal wieder ad acta legen, um dann hier vorsichtig in Richtung Long zu denken. Ja, das ist hier die Analyse für den S&P. Aber wie gesagt, ganz wichtig, man hat es eben gerade gesehen, der Dow Jones aktuell noch charttechnisch ein bisschen schwächer. Also man sollte hier wirklich die Kombination beider Märkte irgendwo finden, um hier nicht ins offene Messer gegebenenfalls für die ein oder andere Seite zu rutschen. Apropos offenes Messer, wir schauen uns mal den Euro-US-Dollar an. Wir hatten hier im Euro-US-Dollar erstmal definitiv die Abwärtsseite auf dem Schirm. Die Abwärtsseite war dann auch in der Analyse, in der täglichen Analyse hatten wir hier ein relativ gutes Short-Setup entwickelt, was dann auch dazu führte, dass der Markt hier neue Bewegungstiefs ausgebaut hat. Aber der angedachte Abwärts-Move, den ich hier im Prinzip für diese Abwärtsseite irgendwo auf dem Schirm hatte, und zwar, wenn wir hier diese Tiefs durchbrechen, dass wir dann definitiv Potenzial haben, hier in den 1,20er bzw. 1,2050er Bereich zu rutschen, das ist erstmal nicht eingetreten. Stattdessen ist der Markt relativ stark sogar hier wieder auf der Long-Seite unterwegs gewesen, was dazu geführt hat, dass ich eigentlich meinen in Anführungsstrichen schlechtesten Trade hier im Euro hatte. Und zwar war das schon ein Gedanke eines Swing-Trades. Der hat mich im Endeffekt, glaube ich, 30 oder 40 Pips gekostet. Relativ kleine Positionsgröße. Also ist es kein in Euro oder in Dollar natürlich hier kein großes Minus entstanden. Aber dieser Trade, der ist hier eben dann relativ zügig in den Stop gelaufen. Ich konnte den Stop zwar auch nochmal nachziehen. Aber das, was ich hier angenommen habe, Euro-US-Dollar, dass wir dann eben vielleicht nochmal dieses Ausbruchsniveau testen, um dann eben die Abwärtsseite hier nach unten handeln zu können. Das hat hier definitiv nicht funktioniert und ich habe es dann sofort sein lassen, hier den Euro-US-Dollar zu handeln, weil der wirklich definitiv, und wir schauen ja gleich auf den britischen Pfund, da sieht das alles ein bisschen sauberer aus und da war es auch zum Handeln dann etwas sauberer, ist ja hier der Euro-US-Dollar dann doch relativ stark geworden, was erstmal zu großer Vorsicht geführt hat. Auch für die kommende Woche ist das jetzt hier wichtig, im Euro-US-Dollar zu schauen. Zum einen, wir haben ja hier diese Bereiche, die ziehe ich mal länger. Da sind wir jetzt gerade aktuell wieder drin. Das ist dieses Ausbruchsniveau, wo wir eben in der vergangenen Woche dann die Abwärtsseite gehandelt haben mit der unteren Grenze. Und wir haben hier, Moment, diesen oberen Bereich. Na, Moment, Moment, Moment. Zack, ziehen wir hier mal rüber. Was hier schon eine Zeit lang eine Seitwärtszone darstellt, ja, wo der Markt erstmal ein paar Mal hin und her gependelt ist, bevor er dann nach unten ausbrach. Und somit ist es jetzt für die kommende Woche wirklich interessant, was der Markt mit diesem Bereich macht. Die obere Grenze, Moment, die ist hier, schauen wir mal. Das ist hier so der 23,50er Bereich und die untere Grenze ist so der 22,80er Bereich. Alles dazwischen erstmal große Vorsicht. Ja, der Euro-US-Dollar in den vergangenen Wochen, eigentlich Monaten schon nicht so einfach zu handeln gewesen, weil er eben doch, man sieht das hier, eigentlich keinen sauberen Trend aufgebaut hat. Er war immer mal ein, zwei Tage dann wieder sauber auf der Aufwärtsseite, dann waren es wieder ein, zwei, drei Tage sauber auf der Abwärtsseite, aber nachhaltig konnten wir hier, wie hier, wo man wirklich sagt, okay, der Markt ist eigentlich aufwärts gerichtet und selbst wenn man hier vielleicht mal einen Tag falsch lag, hat es relativ zügig dann wieder einen Tag gegeben, wo die Analyse
Analyse hingehauen hat. Das haben wir in den letzten Monaten hier nicht gehabt. Und das war dann schon, wir haben hier diese Seitwärtszone Mitte, Anfang Januar gehabt. Dann ist der Markt nochmal nach oben, dann kam er wieder nach unten in diesem Bereich. Also sehr, sehr unsauber. Das führt dazu, dass ich natürlich auch sehr, sehr vorsichtig werde im Euro-US-Dollar. Und das eben führt dazu, dass ich, wenn ich hier so Zonen erwische, wo es eben auch weiterhin unsauber hin und her gehen kann, dass ich hier ein bisschen vorsichtiger werde. Sollten wir jetzt hier im Euro-US-Dollar über diesen Bereich hier nach oben ausbrechen, dann wird es wieder erstmal vorsichtig zwar, aber etwas klarer auf der Long-Seite, wo ich schon darüber nachdenke, dann vielleicht mit einem oder anderen Long-Trade erstmal abzusetzen, wobei ich hier nicht zwingend sofort jetzt wieder davon ausgehe, dass der Markt hier sauber in den Bereich 1,25 laufen kann, sondern man muss hier wirklich mit kleineren Zielen gegebenenfalls arbeiten. Auch die Tagesschwankung im Euro-US-Dollar ja auch wieder so ein bisschen auf dem abfallenden Ast. Somit hier nicht zu aggressiv dann auch mit den Zielbereichen rangehen. Ich würde mich gegebenenfalls für die kommende Woche auch im Euro-US-Dollar dann mal mit Take-Profits beschäftigen, dass ich dann vielleicht schon sage, okay, wenn ich hier einen relativ guten Einstieg finde, wenn ich ein relativ gutes Chance-Risiko-Verhältnis finde, dass ich dann gegebenenfalls in meinem Zielbereich auch wirklich mal mit einem Take-Profit rausgehe. Das verhindert natürlich, dass, wenn der Markt wirklich sehr, sehr stark ist auf der Long-Seite und hier weiter pusht und pusht, dass ich natürlich dann irgendwo meine Gewinne so bis zu mir Wissen Grad begrenze. Aber wenn ich davon ausgehe, dass es eventuell so ein bisschen choppy weitergeht, dann ist oft eine Gewinnentnahme nicht die schlechteste Überlegung. Und dann kann ich immer noch sehen in der nächsten Woche, wenn das eben doch hier wieder irgendwo ein bisschen sauberer alles wird, dass ich dann eben natürlich wieder normal handle und auch den Markt laufen lasse. Sollten wir allerdings hier wieder unter diesen Bereich rutschen, dann wird das hier für die Abwärtsseite wieder interessant. Und dann ist es denkbar, dass das eben nur so ein Fake war hier nach oben und wir dann eben wirklich, und da kann man auch realistisch von ausgehen, wenn wir dann hier diese Tiefs dann nochmals eben nachhaltig durchbrechen, beziehungsweise würde ich dann schon vorher versuchen, in diesen Trade reinzukommen, dass wir dann definitiv das Potenzial hätten, in den 1,2050er Bereich zu rutschen, beziehungsweise knapp darüber. Ja, also in dem Bereich hier erstmal vorsichtig, das wird auch in der kommenden Woche passieren, beziehungsweise ich Montag hier erstmal schaue, wo eröffnen wir denn um 8 Uhr? Ja, es passiert ja schon eine ganze Menge in den ersten Stunden, wenn wir hier in der Nacht eröffnen, dann läuft der Markt ja schon erstmal tendenziell in irgendeine Richtung und dann kann es durchaus sein, dass wir um 8 Uhr oder um 9 Uhr schon unter diesem Bereich sind oder eben auch schon über diesem Bereich, dann ist man natürlich relativ zügig schon entweder auf der Long-Seite oder auf der Abwärtsseite. Aber es kann auch sein, dass wir erstmal in dem Bereich hier nochmal ein oder zwei Tage hin und her pendeln und dann erst nach unten oder oben ausbrechen. Somit hier erstmal, da muss man wirklich gucken, wo ist der Eröffnungskurs und wie pushen wir in welche Richtung, um dann hier die ein oder andere Richtung anzunehmen. Aber das, die grobe Analyse zum Euro-US-Dollar. Jetzt switchen wir auf den britischen Pfund und da ist das Bild erstmal noch etwas sauberer. Wir haben hier zwar auch prinzipiell ein sehr starkes Hin und Her. Wir haben hier keine saubere Bewegung auf der Abwärtsseite. Wir hatten dann hier erstmal, es war klar, okay, dieses Hoch ist hier nicht mehr das alte Hoch überschritten, sondern die Abwärtsseite wird erstmal wahrscheinlicher. Wir hatten dann immer entsprechende Levels genannt, wo eben die Aufwärtsseite, die Abwärtsseite interessant ist. Dann ist der Markt aber immer wieder relativ unsauber auch drüber gegangen, dann ist er wieder drunter gegangen und wir haben nach wie vor hier erstmal den 1,40er Bereich und den 1,3950er Bereich. Das sind so diese Levels hier grau markiert und hier diese blaue Linie. Das ist tendenziell erstmal nach wie vor richtungsentscheidend, wobei wir jetzt ja aus dem aktuellen Niveau in dem Bereich 1,38 bis 1,40 schon wieder 200 Pips haben. Ja, ganz übergeordnet, und da zeichne ich erstmal ganz grob die Pfeile ein, wäre alles unter 1,40 weiterhin abwärts und alles über 1,40 wäre tendenziell erstmal wieder auf der Aufwärtsseite zu sehen. Das hilft uns allerdings im Daytrading oft nicht weiter, selbst für Swing Trading ist das ja schon eine sehr, sehr grobe Analyse. Von daher müssen wir ja das so ein bisschen auffächern und hier nochmal ein bisschen genauer hingucken. Und ich würde hier im britischen Pfund sagen, alles was, und da sind wir ja aktuell in dem Bereich, alles was hier unter diesem aktuellen Widerstand 1,38 und da sind wir wirklich jetzt aktuell knapp drunter. Ja, ich würde vielleicht sogar noch so weit gehen, dass man sagt, in den 38,50er Bereich, also wenn wir uns hier vielleicht so ein bisschen erholen und dann eben nach unten weggehen, dass dann eben weiterhin das eben Szenarien sind, also dass ich unter diesem Bereich dann hier definitiv weiter erstmal vorsichtig mir die Abwärtsseite anschaue. Ja, Moment, ich wollte eigentlich einen Pfeil setzen. Moment, also alles unter 38,50, erstmal weiterhin schauen, wenn der sich ein bisschen erholt, dass man hier definitiv
Potenzial auf der Abwärtsseite hat, auch Potenzial, dass wir die Tiefs der Vorwoche unterschreiten und hier in den 1,36er Bereich rutschen. Ja? Sollten wir allerdings, und da haben wir hier eben auch diese zwei Tiefs, die dann eben dafür erstmal noch sprechen, dass wir hier, das Tief hier, ja, und das Tief hier, die beiden Tiefs sprechen ja hier für den Widerstand, den ich hier im 38,50er Bereich habe. Sollte der Markt allerdings doch es schaffen, hier wieder drüber zu steigen, dann wird es hier natürlich interessant, Moment, dann wird es hier eben auch wieder interessant oder beziehungsweise interessant, sondern erstmal Vorsicht, ob der Markt eben wirklich weiterhin Stärke zeigt oder vielleicht nur mal so einen halben Tag sich hier drüber aufhält und dann wieder nach unten wegbricht. Also bin ich alles über 38,50 erstmal vorsichtig. Blick dann auch auf den Euro-US-Dollar, wenn der weiterhin so sehr stark sein sollte, dann ist es natürlich dann auch im britischen Pfund denkbar, dann vielleicht hier mal den einen oder anderen Long-Trade zu setzen, aber wir kommen hier an nicht zu vernachlässigende Widerstände ran, das ist dann der 1,39er Bereich, auch der 1,39,50er Bereich. Diese Bereiche können immer wieder dafür sorgen, dass wir wenigstens erstmal kurzfristiger Natur wieder auf der Abwärtsseite pushen. Und wenn alles in allem schwach ist, dann gehen wir natürlich dann auch an den Bereichen, Moment, dann eben wieder etwas klarer in das Shortbild über. Aber hier auch hier muss man dann eben ad hoc an den Tagen gucken. Alles unter 1,40, wie gesagt, im übergeordneten Bild ist nach wie vor irgendwo so ein bisschen von der Abwärtsseite zu sehen, aber ihr seht das jetzt auch an den Farben. Rot ist erstmal alles, was unter dem 38,50er Niveau ist, ist etwas klarer auf der Abwärtsseite. Sollten wir über 38,50 steigen, mal gucken, wie der Markt sich verhält. Schon mal vorsichtig vielleicht nochmal die Abwärtsseite an den entsprechenden Widerständen handeln, aber teilweise werde ich dann höchstwahrscheinlich auf Trigger warten, beziehungsweise je nachdem, wie auch der US-Dollar dann handelt, kann man dann vielleicht vorsichtig sogar mal hier dann eben immer mal antizyklisch so einen Long Trade versuchen. Kleinere Positionsgröße höchstwahrscheinlich, aber wenn der Markt natürlich im Allgemeinen hier wieder auf der Long-Seite dreht, dann hat man natürlich auch an den entsprechenden Unterstützungen dann auch Potenzial auf der Long-Seite. Also da auch dann gegebenenfalls beide Richtungen wieder so ein bisschen denkbar. Allerdings die Long-Seite hier wirklich eben noch als antizyklisch zu betrachten, was da bedeutet, defensiver Handel. Sollten wir dann über den 1,40er Bereich, und das hatte ich ja gerade schon grob eingezeichnet, das ist hier so der Bereich, Moment, das zeichne ich mal mit einem Karree ein, ja, also ihr seht, hier haben wir ganz oft Schiebezone in dem Bereich. Ja? Das ist eben so 1,40 bis 1,39,50. Dieser Bereich sollten wir dann über dieses Karree rutschen und die Stärke wirklich hier demonstrieren, dann wird es natürlich darüber eben auch wieder klarer auf der Long-Seite. Ja? Sollte jetzt kein Karree werden. Moment. Pfeil wieder zurück, dass wir dann hier drüber wirklich dann eben etwas klarer wieder auf der Long-Seite unterwegs sind. Ja? Da sind wir aktuell noch nicht. Da braucht der Markt auf jeden Fall auch erstmal noch Stärke, um überhaupt dorthin zu kommen. Und das sind eben auf jeden Fall erstmal noch um die 200 Pips aus dem aktuellen Schlusskursniveau dorthin zu kommen. Aber sollten wir darüber kommen, dann wird eben die Aufwärtsseite definitiv wieder interessanter. Und auch dann ist es wichtig zu schauen, weil wir haben es eben schon einmal auf dieser oder mehrmals, wir haben es hier versucht, wir haben es hier versucht und wir haben es hier versucht. Wir sind jedes Mal nicht nennenswert über den 40er Bereich gekommen. Hier waren es dann schon mal ein paar Stunden oder auch ein guter Tag war das hier, ja. Aber dann auch wieder der Rückrutsch. Also es kann dann durchaus sein, wenn diese Stärke wirklich zurückkommt, dass es dann auch mal mit ein bisschen Dampf hier nach oben geht. Ja, aber da sind wir erstmal noch ein Stück weit entfernt. Etwas andere Analyse, wie gesagt, wie im Euro-US-Dollar. Da kommen wir so ein bisschen in eine Schiebezone rein. Das ist alles charttechnisch so ein bisschen unsauberer. Also hier, das eben die Analyse zum britischen Pfund für die kommende Woche. Schauen wir aufs Gold. Für viele ja immer interessant, auch das Gold. Und da haben wir auch in der vergangenen Woche erstmal interessante Bewegungen gehabt. Der Start erstmal nochmals kurzzeitig. Und das war direkt Montag in der Nacht noch. Ja, hier diese starke Aufwärtsbewegung. Wir waren noch hier drunter. Ich hatte erstmal gesagt, alles unter 13,35 eben weiterhin short. Es ist möglich, dass wir neue Bewegungstiefs ausbauen und dass wir an entsprechende Unterstützungen ranlaufen. Das hat dann auch erstmal im Laufe der Woche sehr, sehr gut funktioniert,
Aber erstmal war direkt Montag in der Nacht, also wo wir hier um 8 Uhr dann an die Rechner gekommen sind, da war der Markt schon wieder hier auf dem Weg. Ich weiß gar nicht mehr, ob er schon über 13,35 war oder noch knapp darunter. Auf jeden Fall sind wir kurzfristig erstmal nochmal darüber gelaufen, was dafür sprach, erstmal nochmal den Markt sich wirklich kurzzeitig auf der Long-Seite anzuschauen. Aber dann brachen wir halt dann wieder drunter durch, unter dem Bereich, hatten dann hier so eine Schiebezone und spätestens mit dem Bruch, das hatte ich dann auch in den Tagesanalysen dann eben gezeigt mit dem Bruch hier, Moment, erstmal unter 13,35 und dann hatten wir hier diese Schiebezone, da hatte ich dann auch mal kurzzeitig so eine Trendlinie, so eine kleine eingezeichnet und dann mit dem Bruch dieser Trendlinie wurde hier die Abwärtsseite erstmal interessant und dann hatten wir hier zum Ende der Woche doch relativ stark Donnerstag und Freitag dann uns dann aus diesem Unterstützungsbereich dann wieder erholen können. Wir hatten dann hier auch nochmal die Überlegung, wenn wir durch diese kleine Trendlinie durchbrechen, dann ist es möglich, dass wir nochmal Schmackes auf der Unterseite aufbauen. Das ist nicht passiert, somit ist hier Donnerstag und Freitag vom Handel von meiner Seite im Gold gar nicht viel passiert, weil auch hier ähnlich wie dem Euro-US-Dollar charttechnisch der Markt einfach ein bisschen zu stark war, um hier dann weiterhin erstmal sich die Abwärtsseite anzugucken. Jetzt müssen wir uns das für die kommende Woche anschauen und ich würde hier nach wie vor diesen Bereich hier, ich bin ja seltenst derjenige, der hier wirklich stark auf Trendlinien setzt, aber ich würde jetzt hier für diese Analyse wirklich sagen, wenn man diese Trendlinie hier so ein bisschen weiter zeichnet, mal nach oben, ja, dass erstmal sollte das Gold unter diese Trendlinie wieder rutschen. Dann wird hier die Abwärtsseite interessant. Zusätzlich sollte der Markt eben, Moment, nehmen wir uns wieder einen Pfeil. Zusätzlich sollte der Markt eigentlich idealerweise unter das Unterstützungsniveau 13,16 rutschen. Also bewegen wir uns an diese Trendlinie. Vielleicht erstmal hier vielleicht nochmal so ein bisschen stärker und brechen dann durch. Dann ist schon mal erste Achtungszeichen, okay, Abwärtsseite könnte wieder eintreten. Ja, vielleicht schon mal sehr, sehr aggressiv mal eine Überlegung hier, den Markt auf der Short-Seite zu nehmen. Aber das 16er Niveau ist hier nach wie vor unterstützend im Weg. Auch hier nochmal eine Bewegung nach oben denkbar. Und dann eben schauen, wenn das passiert, vielleicht ist auch diese Bewegung nach oben nicht ganz so stark, aber spätestens wenn dann hier dieser Bereich entweder direkt oder eben dann auch erst nachdem der Markt sich nochmal kurz erholt hat, nach unten durchstoßen wird, dann würde ich hier schon schauen, dass man den Markt nochmal aggressiv auf der Abwärtsseite bekommt. Und da würde ich mir dann auch etwas aggressivere Trigger aussuchen, die dann hier irgendwo mit Brüchen von diversen Tiefpunkten oder Eröffnungskursen, Schlusskursen irgendwo stattfinden, dass man hier dann eben wirklich die Abwärtsseite handelt und es definitiv denkbar ist. Und das reicht erstmal als Ziel, weil wir waren sehr, sehr volatil. Man sieht das ja hier. Wir waren wirklich vergangene Woche sehr, sehr volatil unterwegs. Dass es erstmal realistisch ist, als erstes Ziel, dass der Markt die Vorwochentiefs nochmal angreift, beziehungsweise den 13,05er Bereich hier dann eben nochmal ranläuft. Ich denke, für die ersten Trades, die man hier auf der Abwärtsseite aufbaut, sind diese Ziele schon erstmal ausreichend. Und dann nachhaltig natürlich auch hier denkbar, dass wir den 1300er Bereich dann eben angreifen. Das ist dann hier eben gerade auf dem Bild nicht mehr drauf. Das ist dann aber auf jeden Fall ein Bereich, der dann 1300 erstmal auch wieder unterstützend wirken sollte. Und ehe wir da sind, da muss ja erstmal jetzt wieder so ein bisschen Bewegung passieren. Da muss dann auch gegebenenfalls, entweder läuft der Markt über die ganze Woche langsam dahin oder hier passiert dann auch wieder ein bisschen was mit Momentum. Und wir haben ja diese Zinsentscheidung, ich habe es am Anfang des Videos gesagt, wir haben diese verschiedenen Zinsentscheidungen hier in der EU, auch in verschiedenen anderen Ländern. Wir haben dann eben am Freitag die Non-Farm Payrolls, die dann immer jeweils zu auch stärkeren Bewegungen führen könnten. Und somit ist das erstmal das Szenario für die Abwärtsseite. Sollten wir allerdings über dieser Trendlinie bleiben, dann ist es hier natürlich auch denkbar, dass der Markt eben diese Stärke vom Ende der Woche eben weiter aufbaut, wobei ich hier nach wie vor von der Long-Seite erstmal noch nicht so überzeugt bin. Ja, wir haben hier diverse Punkte, diverse Tiefpunkte und diverse Widerstände, die dafür sorgen könnten, dass der Markt sich dann immer erstmal abbremst, ja, und dann an den entsprechenden Punkten dann doch wieder nach unten wegbricht. Also ich bin erstmal vorsichtig, wobei alles über der Trendlinie irgendwo so ein bisschen charttechnisch dafür spricht, dass wir uns eventuell ein Stück weiter erstmal wieder erholen können. Aber grundsätzlich ist einfach für mich persönlich der Bereich unter 13,35 nach wie vor von der Kerntendenz, und das ist hier der Bereich, ja, von der Kerntendenz nach wie vor abwärts, wobei eben diese
etwas stärkere Erholung zu sehr, sehr großer Vorsicht führen sollte. Also das bedeutet, dass ich weder die Aufwärts- noch die Abwärtsseite irgendwo aggressiv handle, sondern beide Seiten natürlich dann auch wieder irgendwo denkbar sind, aber sehr, sehr vorsichtig. Und wenn man hier dann ein negatives Feedback bekommt vom Markt, dass eben die Trades, wie ich sie mir hier dann eventuell zurechtlege, dann auch gerade auf Tagesbasis, wenn das dann nicht so funktioniert, dann sofort den Fuß vom Gas nehmen und vorsichtig sein, gegebenenfalls abwarten, dass der Markt unter die entsprechenden Levels rutscht, um dann hier die Abwärtsseite etwas klarer handeln zu können. Das führt dann alles zu diesen Punkten. Und wenn wir dann wieder über den 13,35er Bereich gehen, dann wird auch hier eben die Aufwärtsseite dann wieder interessant. Und das sollte erneut hier kein Karree werden, sondern natürlich Pfeile. Wenn wir dann über den Bereich kommen, dann ist es erstmal interessant, was macht der Markt dann hier mit diesem Hoch der Vorwoche, was so in dem Bereich 13,40 ist. Aber dann ist es natürlich denkbar, dass wir dieses Hoch dann nach oben durchstoßen. Dann kommen hier noch andere Widerstände, aber das ist dann denkbar, dass wir dann wirklich zurück in dem Long-Modus sind. Aber aktuell, wie gesagt, würde ich es eigentlich lieber sehen, wenn hier auch der Skoll dann eben auf der Abwärtsseite wieder so ein bisschen performt. Und ich lieber die Chancen auf der Abwärtsseite bekomme, als dass denn wir wieder hier so stark auf einmal sind, weil wirklich dann dieses charttechnische Bild wirklich sehr, sehr unsauber wird. Und da können wir auch nochmal uns den Tageschart angucken. Wir haben hier eben, schaut mal, diese ganze, also wir haben hier ist es eben sehr, sehr sauber und sehr, sehr klar auf der Aufwärtsseite gewesen. Dann haben wir irgendwann einen Hoch markiert, sind dann eben charttechnisch erstmal auf der Abwärtsseite unterwegs gewesen, auf einmal wieder stark nach oben, Hochs aber nicht überschritten, dann wieder stark nach unten und das ist alles in allem hier sehr, sehr unsauber. Und das führt auch dazu, dass diese übergeordnete Analyse, wie ich sie gerade gemacht habe, teilweise wirklich an vielen Punkten oder in vielen Bereichen eher zu Vorsicht führt, als dass ich hier weiter irgendwie aggressiv wirklich long short handle, sondern ich versuche eben wirklich, wenn der Markt jetzt hier nach wie vor, und dann können wir das auf dem übergeordneten Bild hier nochmal einzeichnen, wenn wir jetzt diese letzte Abwärtsbewegung hier wirklich weiter eben nach unten vollziehen, bedeutet, wir haben jetzt nochmal die Erholung hier an diesem Widerstandsbereich gemacht, ne? Abwärts, aufwärts, abwärts, Test hier dieses Widerstandsbereichs und dann sollte es relativ zügig weiter abwärts gehen, um dann eben in entsprechende nächste Unterstützungslevels zu rutschen. Das wäre eigentlich das Saubere. Wenn das so dann auch funktioniert, dann ist es eben, wie gesagt, klarer, dann eben die Abwärtsseite zu handeln. Wenn wir hier wieder nach oben laufen, dann wird das charttechnische Bild ja wieder extrem unsauber, ne? Dann wird irgendwann hier dieser Hochpunkt wieder gerissen. Dann ist eben dann dieses übergeordnete auf Tagesschart-Sicht charttechnische Bild dann wieder sehr, sehr unsauber. Und dann muss man eben gucken, ob das dann eben Sinn macht, hier oben die Long-Seite zu handeln oder eben, ob man es dann erstmal wieder lässt und wartet, dass einfach dieses Bild sauberer wird hier. Ja? Auf Daytrading-Basis, hier auf dem 5-Minuten-Chart, da findet man immer irgendwie ein Szenario. Aber gerade wenn man dann eben auf etwas größere Moves setzt, was ich dann auch ganz gerne mache, ich entwickle zwar meine Ideen dann teilweise auch auf kleineren Zeitebenen, gerade im Daytrading, aber nichtsdestotrotz brauche ich oder möchte ich gerne größere Bewegungen sehen und das wird dann halt hier in diesen Bereichen immer unwahrscheinlicher und vor allen Dingen unsauberer. Schauen wir auf die Öle und hier fasse ich ja ganz gerne dann immer beides zusammen, also Brent Crude und WTI, weil wir natürlich von der Kerntendenz ähnlich laufen, ja. Wir hatten im Brent eben lange, lange diese Aufwärtsbewegung, haben dann hier oben so ein bisschen diese Schiebezonenphase gehabt, dann eben den Ausbruch nach unten, dann wieder den etwas stärkeren Move auf der Aufwärtsseite und ich hatte hier in Verbindung mit dem WTI, was wir hier oben dann schon in der vergangenen Analyse wirklich an einem sehr, sehr interessanten Bereich hatten und zwar schon an diesem Widerstandsbereich hier und wir dann auch für die Woche dann eben an diesem Bereich dann eben hier eben wirklich Widerstand gefunden haben und wir wieder nach unten gerutscht sind und ich hatte dann, ich glaube, es war schon am Montag dann auch in der US Opening Bell oder war es vielleicht sogar schon im DAX Long oder Short schon gezeigt, dass diese Aufwärtsbewegung hier auf kurzfristiger Ebene so ein bisschen ins Wanken gerät und dann kam relativ schnell hier auch dieser Abverkauf wieder. Und das ist in beiden Ölen natürlich passiert, auch wenn sich im WTI hier wirklich dieser Widerstandsbereich direkt angelaufen wurde und das Brent hat das gar nicht mal ganz geschafft, sondern hat dann hier die Abwärtsseite im Prinzip wieder aufgenommen. Was ist jetzt hier in der kommenden Woche interessant? Schaut man sich mal die entsprechenden großen Bereiche an und beziehungsweise hier im Brent haben wir hier in dem Bereich, das zeichne ich nochmal mit einem Karree ein,
Da haben wir hier mit diesem Hoch und dann auch mit den Hochs etwas später und dann in dem Bereich, wo wir uns gerade befinden, da haben wir hier eben schon unterstützendes Niveau, wo wir jetzt eben mal rangelaufen sind, kurz drunter sind, aber jetzt in diesem Unterstützungsbereich sind. Was dazu führen kann, dass eben über diesen Bereich hier kurzfristig wenigstens auf jeden Fall nochmal wieder der Markt so ein bisschen nach oben drücken kann. Ja, also hier, Moment. Das ist immer der Klassiker, den ich heute schon zum dritten Mal jetzt falsch mache. Dass wir hier in dem Bereich auf jeden Fall eben wieder leicht nach oben laufen können. Und übergeordnet sind wir ja generell long tendierend. Ja? Aber wir haben eben in der vergangenen Woche wieder die Abwärtsseite gesehen, haben zwar hier dieses letzte Tief noch lange nicht erreicht. Ja? Somit schon natürlich hier denkbar, wenn wir hier in diesem Bereich wirklich Unterstützung finden, dass wir durchaus Potenzial haben, schon sogar die vergangene Woche wieder in Gänze aufzuholen auf der Long-Seite. Ja? Nach wie vor, um jetzt das grobe Bild zum Öl mal so ein bisschen für mich persönlich, nach wie vor ist es überall, oder nicht überall, aber schon teilweise recht kalt auf der Welt und die Nachfrage nach Öl kann natürlich auch nach wie vor erstmal noch da sein. Somit hier auch durchaus denkbar, dass die Preise von Öl eben auch weiter steigen und somit über dem aktuellen Unterstützungsniveau, was hier so im Mittel ungefähr der 64,30er bzw. 64,50er Bereich ist, alles darüber vorsichtig auf der Long-Seite. Aber man muss hier wirklich Schritt für Schritt gucken, wie geht der Markt mit den entsprechenden Widerständen um, wie reagiert der Markt da, eben geht der sauber durch, geht er mit Momentum durch, haben wir überhaupt Momentumbewegung auf der Aufwärtsseite oder ist es alles nur so kleckerweise? Ja, kleckerweise ganz langsame Aufwärtsbewegungen, die sind immer unschön zu handeln, weil es dann auch oft unsauberen Gegenbewegungen zu rechnen ist. Schauen wir mal hier die saubere Abwärtsseite in der vergangenen Woche ein und eben wie es auch oft so ist, dass die Longseite wirklich sehr, sehr schiebend oft vonstatten geht, eben auch teilweise größere Rücksetzer dann eben zu verkraften sind und dann eben aber brauchen wir solche Bewegungen hier, wirklich starke Bewegungen auf der Aufwärtsseite, um dann eben, wie ich es gerade eingezeichnet habe, dann auch wieder erneut eventuell an die Aufwärtsseite zu denken. Ja, rutschen wir unter dieses Niveau, und ich zeichne es nochmal kurz ein hier, rutschen wir unter dieses Niveau, Moment, zack, das war hier dieser Bereich, ja, sollten wir da drunter rutschen, also unter den, grob unter den 64 $ Preis bzw. 64,30, dann ist natürlich hier auch wieder die Abwärtsseite denkbar. Ne? Dann ist eben realistisch, dass wir hier die Vorwochentiefs irgendwo erreichen können, also nicht Vorwochen, sondern die da vorletzte Woche Tiefs im Prinzip durchaus hier realistisch erreichen können. Und dann eben auch hier, das ist ähnlich wie in den Währungen, wenn wir hier diesen Bereich 61 im Brent, und das ist im WTI nicht großartig anders, da gucken wir gleich nochmal drauf. Wenn wir hier eben unter diese Tiefs rutschen, was wir jetzt erstmal hier mit diesen Tiefs noch nicht geschafft haben, aber wenn hier wirklich die Abwärtsseite weiter Schwäche zeigt, dann ist es schnell denkbar, dass wir hier unter die 60er-Marke rutschen in das Unterstützungsniveau um die Marke 58,50. Ja? Und das kann dann auch relativ zügig gehen. Wenn wir uns die Abwärtsbewegungen hier dann immer mal angucken und auch die vergangene Woche teilweise wirklich mit starken Bewegungen auf der Abwärtsseite, dann ist so eine Bewegung hier vielleicht nicht sofort in einer Woche, aber das kann dann schon relativ zügig auf der Abwärtsseite gehen. Ja? Und ähnlich sieht das Bild ja im WTI aus. Da ist eben die Abwärtsseite durchaus denkbar, wobei hier dieser Unterstützungsbereich etwas stärker ist, aber trotzdem ist der Bereich der Tiefs hier, Moment, also dass wir hier mit dem erneuten Unterschreiten an diese Tiefs hier ranlaufen können, ist natürlich definitiv realistisch. Wobei hier im WTI es etwas anders ist mit der Aufwärtsseite. Man sollte hier eben schauen, dass der Markt schon über den Bereich, Moment, über den Bereich von dem Widerstand 62 $ hier nochmal steigt, um dann eben erneut vielleicht die Aufwärtsseite an die Vorwochenhochs bzw. an den Eröffnungskurs der Vorwoche zu handeln. Und dann kommen wir hier in so einen Schiebezonenbereich, der dann eben auch erstmal nochmal wieder zu so ein bisschen Schiebezone führen kann, um dann eventuell hier neue Bewegungshochs auszubauen. Ja? Aber auch hier, wie gesagt, so ein bisschen mit Vorsicht. Ich habe in den letzten Wochen die Öle wirklich gar nicht so oft gehandelt, weil wie mir das Bild generell nicht so gefallen hat. Es waren so zwei, drei Trades, die mir so in den Sinn kamen oder Setups, die mir in den Sinn kamen, die man hier umsetzen konnte, die dann auch in Summe recht gut aufgegangen sind. Aber gerade im Daytrading ist es gerade so ein bisschen schwierig, die Öle zu handeln. Von daher hier lieber so ein bisschen vorsichtiger sein. Es gibt genug andere Märkte, wo man handeln kann. Wir werden hin und wieder eben auf die Öle schauen. Auch wenn hier natürlich immer die Frage dann auch im Chat kommt, gucken wir uns natürlich gerade WTI und Brent dann eben immer an, wo eventuell ein Setup besteht. Und ich nenne dann natürlich auch auf Daytrading
Daytrading-Basis immer den einen oder anderen Bereich, wo es interessant ist, vielleicht den ein Trade auf der Long- oder auch auf der Short-Seite einzugehen. Aber im übergeordneten Bild muss man wirklich jetzt so ein bisschen abwarten, dass bestimmte Bereiche erstmal über- oder unterschritten werden, um dann hier zu handeln. Ja. Und zum allerletzten Schluss dann, wie versprochen, nochmal der Blick auf den Bund. Wir hatten den Bund, ja, im Endeffekt vorletzte Woche hier noch unter dem Bereich 58,75. Dann kam vorletzte Woche Freitag der Bruch, wo die Aufwärtsseite dann sofort interessant wurde mit dem Bruch 58,75. Und ich hatte prinzipiell gesagt, dass es eben interessant ist hier, dass der Markt in den 61er Bereich hatte dann über die Woche oder in der Woche in den kleineren Analysen dann auch noch gesagt, dass der 1,6015er Bereich hier eben wirklich als Ziel interessant ist. Ich glaube, wir hatten im Hoch dann 19 oder so. Und das ist hier wirklich der entscheidende Punkt kommt. Und dazu gucken wir uns mal den Tageschart an. Wir haben prinzipiell die Abwärtsseite hier auf dem Schirm. Hatten dann hier drunter auch immer noch die Abwärtsseite mal den einen oder anderen Trade gemacht. Aber es wurde hier schon klar, dass wir dann eben irgendwann es nicht mehr schaffen, neue Tiefs auszubauen. Was dann dazu führt, dass man defensiver wird. Relativ zügig defensiver wird, wirklich wartet, dass entsprechende Widerstände angelaufen werden, die dann eben auch zu klaren Setups noch auf der Abwärtsseite geführt haben. Und wir immer wieder ein Feedback bekommen haben, okay, der Markt möchte nicht weiter nach unten. Und dann führte es dazu, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann es sein, dass wir eben hier von der Abwärtsbewegung jetzt erstmal etwas stärker erholen in den Bereich 1,60 und das war dieses Tief hier, ja, aus der Vergangenheit runter erholt, nochmal der Schritt nach unten und hatte dann somit hier diesen Zielbereich 1,60 dargestellt. Der ist jetzt für die kommende Woche auch der entscheidende Bereich. Es ist durchaus denkbar, dass wir da drunter, unter diesem Bereich, ja, wie gesagt, der ist hier durch dieses Tief hier primär markiert, sind jetzt hier mit dem Hoch direkt an den Bereich gelaufen. Alles da drunter würde ich jetzt erstmal vorsichtig, allerdings Montag erstmal gucken, wie wir uns irgendwo hier einnorden, würde ich vorsichtig durchaus erstmal wieder Richtung 1,5875 handeln wollen, ja, weil wir jetzt erstmal übergeordnet abwärts sind und es natürlich sein kann, dass wir uns denn jetzt hier auch wieder in Richtung abwärts bewegen. Allerdings vorsichtig. Sollten wir über 1,60 rutschen, dann ist es hier denkbar, dass wir einen kompletten Trendwechsel vonstatten ziehen. Also wenn wir hier über das Vorwochen hochgehen, dann wird erstmal die Aufwärtsseite weiterhin interessant sein. Man muss eben aus der Vergangenheit gucken, wo hier entsprechende Widerstände kommen. Aber dann ist es durchaus denkbar, dass wir jetzt hier die Bewegung, die wir erstmal seit knapp 2 Wochen jetzt auf der Aufwärtsseite haben, dass wir dann natürlich das erstmal sauber hier weiterführen. Ja, durchaus denkbar. Da der entscheidende Bereich ist wirklich hier der 1,60. Bereich. Wenn wir hier drüber gehen, wie gesagt, dann wird das klar. Sollten wir da drunter bleiben, ist es natürlich auch denkbar, dass wir den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnehmen, dass wir hier eben die Abwärtsseite handeln, vorsichtig erstmal am Anfang und umso tiefer wir rutschen, gerade hier dieses Unterstützungsniveau um die Marke 1,5960 aus der vergangenen Woche erstmal interessant. Da fanden wir auch genau den Schlusskurs. Also da wird es sogar interessant, wo eröffnen wir am Montag, beziehungsweise wo finden wir hier erstmal, bleiben wir da drüber oder rutschen wir dann weiter nach unten? Der nächste Schritt sind dann wirklich die entsprechenden Unterstützungen hier. Und sollten wir eben in den Bereich 58,75 dann weiter rutschen, wo man ja schon vorher immer mal vorsichtig die Abwärtsseite handeln kann, sollten wir hier darunter gehen, unter den Bereich, dann wird es wirklich auf der Abwärtsseite wieder interessant. Und dann ist es auch wieder denkbar, dass wir prinzipiell, das muss nicht alles in der kommenden Woche passieren, aber dass wir prinzipiell die Chance haben, dann auch wieder hier neue Bewegungstiefs auszubauen. Wir haben jetzt im März noch den Kontraktwechsel, den darf man auch nicht vergessen. Ja, da verschiebt sich das Bild ja sowieso dann immer noch mal so ein bisschen. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir von der Kerntendenz jetzt erstmal wieder die Haupttendenz auf der Abwärtsseite annehmen. Oder wenn wir wirklich die Hochs weiter ausbauen hier, das merkt man ja dann auch. Wenn eben die entsprechenden Short-Eve-Überlegungen, die ich hier hauptsächlich im Bund wirklich noch klarer als in anderen Märkten sehr, sehr oft an Widerständen und Unterstützungen eingehe, ja, und dann eben diese Trades entweder leichte Minus landen oder Break-Even ausgehen oder wirklich eben man vielleicht mit einem kleinen Plus rausfliegt, aber wirklich diese Moves, diese Kernbewegungen nicht einsetzen, dann werde ich hier sofort wieder vorsichtig und nehme wirklich schnell Gas raus, weil es dann wirklich sein kann, dass wir vielleicht zwar erstmal ganz langsam hier Montag, Dienstag, Mittwoch in den Bereich laufen, aber vielleicht so ein bisschen unsicherer und dann eben vielleicht doch wieder die Aufwärtsseite aufnehmen. Also von daher hier im Bund, wie gesagt, 1,60 der kernentscheidende Bereich, darunter vorsichtig erstmal die Abwärtsseite und gucken, wie
wie verhält der Markt sich wirklich an den entsprechenden Unterstützungen? Und wenn wir hier wirklich immer wieder Stärke finden, dann können wir auch vorsichtig schauen, dass man an den entsprechenden Unterstützungen vielleicht wieder in Richtung 160 nochmal handelt. Ja, also da jetzt hier die grobe Analyse zum Bund. Ich hoffe, ihr konntet oder ihr könnt natürlich aus den Analysen ein bisschen was mitnehmen. Wir hören uns hier natürlich jeden Morgen wieder zum DAX Long oder Short, zum Nachmittag dann zu US Opening Bell, zum nächsten Wochenende dann wieder die nächste Trading-Wochenanalyse. Wer bis zum Ende jetzt hier wirklich die Analysen sich angeschaut hat, ihr findet natürlich dann unten in den Videobeschreibungen entsprechend die Uhrzeiten, wo ihr dann zwischen den Märkten switchen könnt, wie gewohnt. Und wir hören uns dann gerne unter der Woche zu den täglichen Livestreams wieder. Bis dahin, euer Markus Klebe. Good Trades wünsche ich euch. Bye bye und ciao.